Hi, mein Name ist Andreas von Schlagzeug-Lernen.de. In diesem Video möchte ich euch ein paar Paradiddle Grooves zeigen. Ihr kennt die Paradiddle-Übungen vielleicht schon von Übungen oder Rudiment-Übungen auf dem Übungspad oder als Warmspielübung. Ich möchte in diesem Video euch zeigen, wie man diese Übungen, die man am Pad spielt, auf das Schlagzeug übertragen kann und in Grooves einbauen kann, um das Ganze auch ein bisschen spannender für euch zu gestalten. Zunächst mal für die Leute, die vielleicht einen Paradiddle nicht kennen. In diesem Video geht es hier um den Single Paradiddle. Der Handsatz dafür ist rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Ich spiele das mal langsam auf der Snare vor. Ein bisschen schneller. Als nächsten Schritt füge ich eigentlich immer Akzente hinzu, und zwar auf allen Viertel-Tilt-Seiten, also auf der 1, auf der 2, auf der 3 und der 4. Dadurch, dass ihr den Doppelschlag in den Paradiddles drin habt, ändert sich immer der laute Akzentschlag. Also einmal ist auf der rechten Hand und einmal ist auf der linken Hand. Also auf der 1 ist er rechts, auf der 2 ist er auf der links, auf der 3 auf der rechts und auf der 4 wieder mit links gespielt. Ich spiele es mal langsam vor. Ein bisschen schneller. Als nächsten Schritt geht ihr mit der rechten Hand auf die Hi-Hat, um das als Groove zu spielen. Spielen wir zunächst mal den Paradiddle auf der Hi-Hat und auf der Snare, die Snare als Ghost Note gespielt und lassen alle Akzente erstmal weg. Ich spiele das mal langsam vor. Im nächsten Schritt fangt ihr an, den Backbeat dazu zu nehmen, also auf der 2 einen lauten Schlag zu spielen und auf der 4 einen lauten Schlag. Der Rest auf der Snare wird als Ghost Note gespielt. Ich spiele das mal langsam vor. Okay, das ist das Fundament für unsere weiteren Übungen. Kommen wir zur Groove Nummer 1. Hier haben wir auf der 1 eine Bassdrum und auf der 3. Ansonsten bleibt von der rechten und der linken Hand alles gleich wie bei der Vorübung, die wir gerade gemacht haben. Ich spiele das mal langsam vor. Mit ein bisschen mehr Tempo. Okay, bei Groove Nummer 2 füge ich wieder eine Bassdrum hinzu. Erstmal eine auf der 1 und dann eine bei der 3 und. Ich spiele das mal langsam vor. Das Ganze ein bisschen schneller. Und noch ein bisschen schneller. Okay, bei Groove Nummer 3 haben wir eine Bassdrum auf der 1. Dann haben wir auf der 2 und eine Bassdrum. Die ist diesmal nicht auf der rechten, sondern auf der linken Hand, also auf der Ghost Note. Und dann haben wir eine weitere Bassdrum auf der 3 und. Also die ist zusammen mit der rechten Hand wieder. Und dann ganz normal auf 2 und 4 wieder den lauten Schlag mit der Snare. Ich spiele das mal langsam vor. Ein bisschen schneller gespielt. Und noch ein bisschen schneller. Okay,
okay, können die Grooves eigentlich auf der High spielen, aber um ein bisschen Variation noch reinzubringen, könnt ihr auch das Ganze auf dem Right Becken zum Beispiel spielen. Ich spiele mal als Beispiel Groove Nummer 2 vor. Im nächsten Schritt könnt ihr auch die Hälfte von dem Takt auf der High spielen mit der rechten Hand und dann mit der rechten Hand rüber aufs Right Becken und die andere Hälfte auf dem Right Becken spielen. Hier mal als Beispiel. Ein bisschen schneller. Ihr könnt das Ganze noch woanders am Set aufteilen, zum Beispiel über den Toms. Oder Hyatt und Toms. Der Kreativität sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich spiele hier ein Beispiel mal vor. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Unten in der Beschreibung findet ihr die Noten zu den Takten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg beim Üben.